Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Abenteuer hier bei Pine. Ja, ich bin auf jeden Fall offline, offscreen, hier ein bisschen rumgelaufen und bin hier so rangegangen und dann stand hier, dass wir dieses, was wir unten abgeschlagen haben, diesen Stein, der da reingemusst hatte. Ich habe schon auf Interagieren gedrückt und er ist jetzt schon hier drin. Den stecken wir jetzt mal hier rein, weil da stand, es fehlte dieses Dings, dieser Stein da drinne, beziehungsweise dass ich ihn da reinmachen konnte. Und dann habe ich einfach mal drauf gedrückt, weil ich immer noch auf der Suche nach dieser Schlange war. Aber mal sehen, was jetzt passiert. Hier irgendwie? Sehen? Ton lauter machen. Ich höre sonst nichts. Moment. So, jetzt. Ja. Auf jeden Fall gucken wir jetzt mal weiter. Okay, den haben wir jetzt wieder. Ah, okay. Das lag die ganze Zeit vor meinen Augen und ich war einfach so doof. Oh, das gibt's doch gar nicht. Oh mein Gott, wie dumm. Daraus haben wir jetzt den Stein, dass wir jetzt diesen Schlüssel herstellen können. Uralten Schlüssel. Wie dumm. Ich bin hier ja auch gar nicht mehr hingegangen. So wirklich und habe geguckt, weil ich ja immer dachte, ich muss die Schlange töten, beziehungsweise die Schlange Dingsen. Na, sagt, wie heißt das? Die Schlange töten da, die irgendwo im Baum sitzt. Aber da wir jetzt ja den Schlüssel haben, können wir ja jetzt eigentlich mal nach oben fahren, ne? War das hier lang? Nee. Nee, 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 das war nach draußen, ne? Das war nach außen. Draußen. Hier lang. Darüber. Irgendwo hier war das. Wir laufen mich ja hier. Hä? Jetzt hier, wo geht's denn jetzt hier nach draußen? Hallo? Hallo? Ah, hier ging es nach draußen, ne? Hier drüben. Ja, genau, hier ging es nach draußen. Hier drüben. Hier drüben. Sinn. Hallo, mach ich. Und ich suche einfach die ganze Zeit. Die Schlange. Da hätte ich ja noch lange suchen können. Da und dann. Da. Was uns da oben wartet. Oh. Es scheint, als ob auf diesen Tafeln die Geschichte. Oh, was ist das? Oh, einfach mal einstecken, einfach mal klauen, okay? Oh. Wie schön. Du hast die Zähmungsbänder gefunden. Mit R kannst du Kreaturen in ihrem Verhalten beeinflussen und sie dazu bringen, dir zu folgen. Oh, cool. Das ist auch mit diesem komischen Heini da machen. Gemäß Voreinstellung folgen sie dir, aber gemäß was? Voreinstellungen folgen sie dir, aber durch Druck auf R kannst du sie auch warten lassen. Wenn du R gedrückt hältst, pfeifst du, worauf deine Kreatur in der Nähe kommt. Ja? Okay, cool. Oh. Also auch wenn die böse sind? Nach einer langwierigen Einführungsphase sind wir endlich beim praktischen Teil angekommen. Menschen
in den Gesetzen der Biologie auszubilden. Wir waren von ihrer Anpassungsfähigkeit überrascht. Die von ihnen hergestellten Zähmungsbänder sind nicht nur eine kreative, sondern auch äußerst effiziente Lösung zum Zähmen der Kreaturen. Unsere Studien haben sich auf die Menschen und ihre Nutzung der Kreaturen ausgeweitet. Wir können es kaum erwarten zu sehen, ob sie durch den Einsatz dieser Werkzeuge dieselben Vorherrschaften wie wir Tampas ausüben. Ja. Noch irgendwas drücken kann? Nö. Okay. Ja. Dann lasst uns doch mal kleinen Mäuschen alle zurückbringen. Da hüpfen. Schaden, so bekomme ich ja. Aber oh, ich sollte auch R halten, ne? Kommt der jetzt mit? Kommt der mit? Ich komme hier nicht raus, ne? Wartet mal, was ich noch entdeckt habe oben. War noch irgendwo was? Oben war noch irgendwo. Denn auch hier irgendwie? Reinkommen soll. Ist tatsächlich. Auf irgendwelchen. Ach lol, man kann man nicht auf Luffy's hier springen? Kannst du bitte stehen bleiben, du Kacker? Okay. Das ist aber ganz schön. Och Mann, hallo. So, ah. Okay, gut, dann sind die jetzt nämlich lose. Dann können wir die nämlich noch. Ah, sehr gut. So. Dann. Den ja wieder eigentlich auswählen. Ja, dann müssen wir jetzt hier so einnehmen. Nein, wir können auf den reiten. Oh, wie cool. Wir können auf den reiten. Oh, lol. Oh, ich schnapp mir so einen draußen. Wo ich das ganz schön Sünde finde, irgendwie kann ich denn absteigen so? Ach nein, wie cool ist das denn? Geil. Wie geil das hier ist. Ring? Nee. Ja, und die Fluffies.
Komm, kleiner Mann. Rein hier. Ah. Sehr schön. Ja, hat man einen kleinen Wackelkontakt. Was muss jetzt hier rein? Die Seerobben. Ich weiß nicht, wie ich diese blöden Robben da rausbekomme. Weiß nicht, wie ich diese Robben da rausbekomme. Kann ich vielleicht auch auf den Robben reiten? Nee, glaube ich nicht. Das kann ich, glaube ich, nicht. Die da nicht raus. Komm raus. Ich weiß nicht, wie ich die da rausbekommen soll. Tatsächlich. Will ich springen? Wie kriege ich die Robbys hier raus? Vielleicht in hier? Kannst du bitte kommen? Soll ich vielleicht hier irgendwo gegenschießen? Soll ich hier irgendwo was kaputt machen? Geht doch sonst gar nicht anders, oder? Okay, vielleicht kommt er ja so mit. Der muss nicht hier rein, oder? Oder ist es der, der hier rein muss? Hallo, kommst du? Ach, da ist er. Okay. Weiß nicht, ob der hier rein muss. Wäre das hier vielleicht? Ups. Aber wie süß der eigentlich aussieht. Und ich habe ihn immer beleidigt, dass er voll hässlich ist. Eigentlich ist er voll knuffig. So, jetzt habe ich aber noch immer noch ein Problem, weil ich immer noch nicht weiß, wie diese blöden Dinger hier rausbekommen. Eigentlich haben wir doch. Haben wir jetzt nicht alle Rätsel eigentlich gelöst? Doch, ne? Weiß ich, wie ich die hier rauskriegen soll.
Ja. Kann aber auch nicht auf die reiten. Hier gibt es ja auch tatsächlich nichts. Süß die einfach sind. Kommt er nicht hier rüber? Oh, Leute, ich bin zu blöd, dich hier rauszubekommen. Na, hier. Komm mal hier hin. Hier hin. Dann gehst du hier hoch. Noch nicht so schwer sein. Doch hier irgendwie. Komm hier. Gibt's doch nicht. Wie kommen die denn hier raus? Leicht. Oh. Okay, falsch rum. Ich kann das da hinlegen. Sie da vielleicht rauskommen? Okay, da nicht. Auf jeden Fall. Mal hier runter. Komm hier. Mann, wollt ihr mich eigentlich verarschen? Genau, und jetzt hier, hopp, komm. Müssen die doch schaffen, oder nicht? Krieg ich die Kacki denn da jetzt rausgefunden? Musste ihn hier nehmen. Macht ja auch Sinn, wenn da sein Gesicht vor war. Und ja. Mit ihm dagegen laufen. Das habe ich irgendwie gar nicht gecheckt, beziehungsweise ja. Hat es ein bisschen länger gedauert, aber jetzt haben wir es ja hinbekommen. Beziehungsweise ich habe es. Ja. Und jetzt werden wir hier mal alle Tiere einsortieren. So. Du kleiner Mann, kommst mal hier hin. War so. Kann ich eigentlich mehrere auf einmal machen? Nee, ne? Dann ist der hier wieder weg, ne? Ja, okay. So, hier guck. Oder muss ich immer nur ein von jeweils machen? Das weiß ich jetzt. Ich könnte nochmal irgendwie schneller Laufpilz essen, tatsächlich. So. Ja, da komme ich jetzt ja natürlich auch an die Walrösser ran. Mann, ey, das ist ein Kinderspiel, ne? Und ich stelle mich einfach so doof immer dabei an. Oh Gott, ey, es tut mir echt leid. Aber das bin nun mal ich. Manchmal echt nicht so. Irgendwie nicht so schlau. Beziehungsweise manchmal sehe ich so das Offensichtliche halt einfach irgendwie nicht. Aber, ja. Kann ja passieren. So. Ich habe einmal das Spiel ausgemacht und nochmal neu gestartet, weil der hier halt echt irgendwie Kacke gemacht hat. Aber ich will hiervon nochmal einen Screenshot machen. Cool. Erstmal nochmal hier von dem schönen Gebäude. Dann nochmal hier, dass wir die ganzen Tierchen eingefangen haben.
Ja, natürlich jetzt alle nach unten gucken. Was ein Wunder. So, dann sprechen wir doch jetzt mal hier. Erstaunlich. Alle wieder zurück in ihren Gehegen. Die anderen wird das genau freuen, wie mich. Hattest du Glück mit deiner Aufgabe? Ja, ich habe diese Türen ganz leicht aufbekommen. Ich nehme mir jetzt mal ein Jahr oder so Zeit, um mir zu überlegen, was wir als nächstes machen können. Wir bleiben in Verbindung. Jawohl. Möchte auch so einen haben. Kann ich den hier einfach klauen? Kann ich mit ihm? Nee, ich hole mir einfach hier draußen einen. Die sind ja eigentlich. Ist ja gar nicht so einfach, aber ich versuche es einfach trotzdem. Ja, cool. Dann haben wir auf jeden Fall die Gruft hinter uns gebracht. Sehr nice. Sehr, sehr nice. Mega cool auf jeden Fall. Ja, denn was erwartet uns jetzt für Abenteuer? Wir werden. Was ist denn das hier? Okay. Das war doch vorher noch nicht da. An alle Anführer von Albama. Die Gerüchte, dass es wieder einen Mensch auf der Insel gibt, scheinen sich bewahrheitet zu haben. Er ist dabei, bei den Gruften herumzuschnüffeln. Wir müssen Sondermaßnahmen ergreifen, damit sie unangetastet bleiben und sich die Geschichte nicht wiederholt. Wir sind dabei, ein Treffen mit den Tambas zu arrangieren, um uns eine ordentliche, um einen ordentlichen Schießmechanismus zu verschaffen. Geht's aber los hier. Du hast ein Schnelltransportkit gefunden. Hiermit kannst du schnell zu wichtigen Orten reisen, wie zum Beispiel dem Haus der Tambas, kannst so aber auch Dörfer von neutralen und verbündeten Spezies erreichen. Ruf dazu einfach die Karte auf und wähle ein Dorf deiner Wahl. Ja, cool. Muss ich jetzt wohl machen, oder? Neues Inselkonzept. Die Spezies auf der Insel haben darauf reagiert, dass du die Gruft mit einem Äußerfund verlassen hast, was auch immer das ist. Dies beeinflusst, wie schwer es ist, zu Spezies auf Alabama freundschaftlich und neutrale Beziehungen zu unterhalten. Okay. Ah, neue Quest. Der Fortschritt der Wunder. Ja, cool. Kann ich jetzt hier rüber hüpfen? Oh. Ich muss die Karte benutzen, oder? Okay, so geht's auch. Alles klar. Ja, sprich mit Gray, Gary und Marla. Okay. Hier wahrscheinlich, oder? Kann ich da jetzt schnell hinreisen? Verstehe ich nicht. Schnellreise? Schnellreise? Dann schließen wir. Was? Wie kann ich denn? Achso, muss ich erst herstellen. Okay. Zwei Stück, sehr gut. Dann kann ich irgendwie benutzen? Mit Q wahrscheinlich. Nein. Ach so, ich kann dann immer. Ah. Ach so. Ah, E drücken. Ich muss auch lesen. Dann hilft mir das vielleicht auch ein bisschen. Ah, wie gesagt, ne, nicht die hellste Leuchte auf der Kerze. Aber das macht gar nichts, weil ich nehme mich sowieso nicht so ernst. Also, wir auch nicht alle so ganz so ernst, wenn ich mal was sage. Ich meine das eigentlich auch immer gar nicht so. Maler und so wohnen hier irgendwo. Home sweet home, Leute. Home sweet home. Hallo, ich bin wieder da.
Oh, mein lieber Junge, du darfst uns doch nicht so erschrecken. Wir haben so viel verloren und dann warst du auf einmal auch noch weg. Ich bin ins Außengebiet gegangen, um zu tun, was Amam getan hätte, um zu lernen und um Hilfe zu suchen. Nein, Hugh, so funktioniert das aber nicht. Das Außengebiet ist gefährlich. Du musstest dich doch bestimmt ziemlich oft verteidigen, oder? Nein, mussten wir gar nicht. Wir haben keine Kämpfe gekämpft. Das war doch ein Klacks. Das stimmt schon. Im Dürfen diesen Kn auch sein. Eine Hilfe um zu beträumen. Ich glaube, es gibt noch andere Möglichkeiten. Unsinn. Bleib hier und hilf uns. Es hat keinen Zweck. Die Insel ist viel größer als die Klippen und die Menschen vor uns wussten das. Hör auf, hilf uns hier vor Ort. Geh zuerst zu ihm, er fragt schon nach dir, seit du aufgebrochen bist. Ich werde ihn aufsuchen, wenn es denn sein muss. Ja, ist das, ne? Die kennen nichts anderes. Die kennen nur das hier. Kennen nur die Klippen. Ist schwer. Juh. Oh, bei Mutters Gnade, du bist unverletzt. Mir geht es gut. Ich lerne im Außengebiet so viel. Hugh, das Außengebiet ist zu gefährlich für uns. Das stimmt zum Teil, aber es gibt im Außengebiet auch einige sehr nette Leute, die mir geholfen haben. Sie werden uns helfen. Naja, sie zeigen mir einen Weg. Ich glaube, dass es da irgendwo einen Ort geben muss, an dem wir leben können. Hugh, wir können nicht unter diesen Kreaturen leben. Das würde unser Tod bedeuten. Wir sind schon immer hier gewesen und das Leben auf den Klippen wird einen Weg finden. Aber wir sind nicht immer hier gewesen. Ich habe dir doch gesagt, Amam und ich fand, wir können uns gegen all diese großen Kreaturen nicht verteidigen. Du hast sie doch auch von den Klippen aus gesehen, oder? Und nicht nur von den Klippen. Ja, und jetzt auch aus der Nähe. Einige von ihnen sind gar nicht glücklich über die Anwesenheit auf uns Menschen, aber andere sind durchaus hilfreich. Sie haben mir sogar dabei geholfen, einen Ort zu finden, den man eine Gruft nennt. Dort drin habe ich entdeckt, dass schon mal Menschen dort gewesen sind. In dieser Gruft habe ich auch diesen Äußerfund gefunden, mit dem wir uns besser verteidigen und etwas über die Lebensweise der Menschen vor uns erfahren können. Das sieht sehr interessant aus. Sieht gefährlich aus. Hugh, was machen sie nur mit dir? Du wirst so anders. Das bin ich auch. Sie zeigen mir, dass es mehr gibt als diese gefährlichen Klippen. Bitte, Hugh, hör mit dem Unsinn auf. Leg dieses gefährliche Objekt weg und geb uns hier zur Hand. Es gibt so viel zu tun. Ich glaube, er könnte da was auf der Spur sein. Wir können nicht auf dieser lächerlichen Möglichkeit zurückgreifen. Wir müssen unsere Stärken gezielt einsetzen. Gray wollte dich sehen, sofern du nicht schon bei ihm warst. Ich bin froh, dass du zurück bist, um uns zu helfen. Dass uns das auch keiner glaubt, ne? Dass die einfach immer nur denken, dass das hier alles böse, gefährlich ist. Komisch. So, was möchte ihr von mir? Hugh, du hast mich erschreckt. Hallo, ihr. Gray hat mir gesagt, dass ich zu dir kommen soll. Ja, ich möchte dir helfen. Ich glaube, dass uns diese Klippen nicht mehr lange aufnehmen werden. Ja, was ein Wunder. Das glaube ich auch. Also ich bin in diese Höhle gegangen, von der du Marla und Gray erzählt hast. Und eine der Vorrichtungen da hat mich irgendwie inspiriert. Ich bin bestimmt nicht so tapfer wie du, aber vielleicht kommst du über diesen Lift noch schneller ins Außengebiet. Und eines Tages können wir dir dann vielleicht alle folgen. Hugh, ich flehe Mutter leidenschaftlich an, dich zu beschützen. Danke dir, Ian. Das ist fantastisch. Ach, Junge, ich wünschte, ich hätte deinen Mut. Du bist genau wie dein Bruder. Tja. Okay, kommen wir da. Kommen wir hier schon runter?
Noch nicht ganz, ne? Das hier. Gucken. Hier weiter runterkommen. Ja, eigentlich hier langsam runtergehen. Ja, ihr Lieben, auf jeden Fall, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wie es war mit unserem Abenteuer. Wir schauen und ich wünsche euch noch einen schönen Adios. Macht's gut.